Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal das Tageslicht erblickt habe. Hahaha, das fühle ich so hart. Das ist relatable. Ich müsste mal wieder rausgehen und Gras anfassen oder sowas. Eigentlich bin ich mit diesem Spiel ja fertig und trotzdem bin ich wieder hier, denn ich meine, ich habe alles gespielt und habe trotzdem nicht alles gespielt. Ich bin der Auffassung, ich habe alles gesehen und es ist doch nicht so. Comprehended? Ja gut, ich gebe ja zu, es gibt so viele andere, einfachere Wege, das zu erklären. Was ich sagen will ist, wir spielen heute die Bonusfälle. Yay. Zumindest gehe ich einfach mal davon aus, dass wir heute alle Bonusfälle spielen werden, weil die sind, glaube ich, nicht allzu lange. Das sollte alles in ein Video passen, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Und damit willkommen zurück hier bei The Dark Side Detective, wo ich noch nicht dafür bereit war, dass das hier vorbei ist. Und glücklicherweise ist es nicht vorbei, denn wir haben noch einige extra Kapitel zu lösen namens By Heart. Das ist ganz eindeutig Die Hard oder halt auf Deutsch stirb langsam. Dann Poltergeist. Ich glaube nicht, dass ich das erklären muss. Und das Bates Motel. Es ist wie immer unglaublich witzig. Seht ihr, wie ich lache? Das Spiel ist so funny. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch mit By Heart. Fallzusammenfassung. Heiligabend ist die perfekte Zeit für Last-Minute-Einkäufe, nicht wahr? Ja. Also, es gibt viele Arten, sich selbst unnötigen Stress zu machen. Das hier ist eine davon. Ich kann das nicht empfehlen. Klar, manchmal lässt sich das nicht vermeiden, aber man sollte das schon vorher alles besorgen. Dann hat man viel weniger Stress und viel mehr Zeit, die eigentlich wundervolle Weihnachtszeit zu genießen. Aber anscheinend ist der Detective dafür nicht clever genug. Er ist intelligent, aber nicht dahingehend. By Heart. Weihnachten! Perfekt für einen Last-Minute-Urlaubseinkauf. Als ich ein Kind war, bedeuteten Urlaubseinkäufe, neue Badehosen für den Strand zu kaufen. Als du ein Kind warst, dies, das, alte Leute, gehen wir zum Weihnachtsmann. Wurde ich gerade geboomert? Ich glaube, ich wurde gerade geboomert. Wer zur Hölle ist eigentlich Buzz? Ich kann es kaum abwarten, den ganzen Tag Filme zu sehen und zu naschen. Und meiner Mutter mit dem Abendessen zu helfen. Ja, sicher doch. Ich hoffe, der Weihnachtsmann hat meinen Brief bekommen. Die Frage ist, was hat er sich gewünscht? Da geht's zum Parkplatz und hier ist das die Twin Lakes Einkaufspassage. Okay, ich dachte, es endet auf Einkaufsparadies, deswegen der falsche Artikel. Es ist die Einkaufspassage. Und eben, ich weiß nicht, wie lange die Bonusfälle sind. Ich glaube, alle nur oder jeder einzelne so 15 Minuten. Wir lassen uns aber mal überraschen. Der Mallbot 5000. Halt, Käufer, was ist der Grund deines Besuches? Einkaufen? Einkaufen? Zu welchem Zweck? Ganz klar, Last-Minute-Weihnachtsgeschenke. Eure Geschichte stimmt. Denkt daran, ich bin das Gesetz hier und meine Kameras decken 26% des Platzes ab. Das ist, wow, richtig, richtig gut, eine sehr gute Quote. Nicht alles passiert, ohne dass ich etwas davon mitbekomme. Was wäre passiert, hätte er befunden, dass meine Geschichte nicht stimmt? Wäre ich gelasert worden? Ich habe keine Ahnung. Dekoration. Sie haben dieses Jahr wirklich alles gegeben. Ich weiß, viel besser als der Pappbaum mit nur einem Licht von letztem Jahr. Man kann bei dem richtig das Plastik riechen. Hammermäßig. Ich liebe Weihnachtsmusik. Ich weiß, Kumpel, du spielst sie seit Halloween im Auto. Ja, du hast recht. Ich habe dieses Jahr ziemlich spät damit angefangen. Hey, wenigstens ist er in Stimmung. Okay, man kann nicht behaupten, dass er ein Stimmungskiller ist. Er ist eher ein Stimmungsverbreiter. Kann ich eins davon zu Weihnachten haben? Auf keinen Fall, Mister. Letztes Jahr wolltest du einen Roboter und hast du dich nicht mehr um ihn gekümmert. Ich durfte ihn dann für dich baden. Hey, deswegen ist er durchgebrannt. Also ist das Dullys Sohn? Interpretiere ich das richtig? Keine Ahnung. Dulli, steig da nicht rein. Oh, plötzlich sind wir also zu fein, in Tonnen zu wühlen. Was? Okay, der Überwachungsspot. Warnung, begeht keine Verbrechen, Käufer. Ein Verbrechen ist für das Leben, nicht nur für einen Urlaub lang. Okay, Infopunkt. Zum Glück gibt es hier eine Karte. Diese Orte sind riesig. Ich verlaufe mich jedes Mal. Dulli, die Einkaufspassage ist nur 20 Bildschirme groß. Self-Awareness. Big funny. Big funny. Wohin zuerst, Detective? Nun, im Erdgeschoss ist die Fressmeile, der Brunnen und die Spielhalle. Oben sind die Läden und das Kino. Grotte und Weihnachtsmann sind hier drüben. Kommt schon, Leute. Ich würde sagen, wir gehen erstmal weiter zur Grotte. Okay. Warum ist die Grotte so weit drin? Wenn sie hier wäre, wären wir schon da. Ich meine, ja. Aber letztendlich ist die Frage irgendwie doof. Ich weiß auch nicht. Denkst du, was ich denke? Du weißt es. Fotobombe! Yay! Für immer beste Freunde. Die Auflösung ist ja mal unter aller Kanone. Keine Ahnung, sieht aus wie Erster Weltkrieg koloriert, nachträglich. Ich weiß auch nicht. Esel. Fressmeile. Ist das nicht die Lunchlady aus dem Camp?
Ich glaube, es ist die Lunch Lady aus dem Camp. Eine kostenlose Ausgabe der Twin Lake Times. Besorgt mir eine, ja? Ich möchte die Sportergebnisse lesen. Cool. Und das Spiel ruckelt, wann immer ich das erste Mal einen Gegenstand aufhebe, in jedem Fall. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich hatte keinen Hunger, bis dieser Screen geladen wurde. Fühl ich. Wenn Onkel Patrick stehen bleibt, um zu essen, kommen wir nie rechtzeitig zur Grotte, um den Weihnachtsmann zu sehen. Ach, Dooley ist sein Onkel und das ist dann damit sein Neffe. Okay, alles klar. Das Menü. Hot Dogs, Burger, Putenschenkel, das klingt alles so köstlich. Ich weiß nicht, was ich bestellen soll. Ihr könnt alles ignorieren, der Weintopf. Hm. Es ist herzhaft, das Video-Menü. Wie ist er gewürzt? Weiß ich, kann sein oder ich nehme nur eine Limonade. Also ich nehme nur einen Eintopf. Es sind nicht mal, ich mache einfach nur krank, was irgendwie klingt wie Worte. Ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre, aber ich habe meinen Appetit verloren. Agnes, was machst du denn hier? Ja, meine Bedeutung. Das Camp schließt, ich muss ein paar Anrufe machen. Oh. Oh. Er wird jeden Moment hier sein, richtig? Nein, Devin, wird er nicht. Das heißt, Weihnachtsverzichtsabzeichen, yay! Unabhängigkeit, yay! So ein dummer Quatsch. Eier flipgewellig, mein Freund. Wir haben alle Varianten. Eiergeschmack, Flipgeschmack, Milchgeschmack. Der Eierflip stand. Milchige Eiflüssigkeit, der Geschmack der Feiertage. Da fehlt ein Doppelpunkt. Okay, der Springbrunnen. Gott, ist das Level gigantisch. Vielleicht wären das doch keine 15 Minuten. Ich bin sehr gespannt. Wow. Das ist beeindruckend. Das erstreckt sich so weit, das Auge reicht. Du, es berührt nicht einmal das Dach. Ja, so weit das Auge reicht. Geschenke. Gratis Geschenke. Unsere Arbeit hier ist erledigt. Nope, sie sind leer. Weiter geht's. Sad. Diese Dekorationen sind ziemlich beeindruckend, oder, Dooley? Das ist nichts gegen den Baum, den ich schmücke, wenn ich heute Abend nach Hause komme. Warte, es ist Weihnachten und du hast noch keinen Baum. Ich habe ja schon 7 Stück aufgestellt, aber bei dem für heute Abend ziehe ich alle Register. Der Typ ist voll in Weihnachtsstimmung, ne? Die müssen den hier seit Urzeiten im Geheimen züchten. Oder sie haben ihn durch die Deckenluke reingebracht. Züchten ihn seit Ewigkeit. Seine Theorie gefällt mir mehr. Okay, ich bin eher ein Freund seiner Theorie. Und wenn ich noch länger diesen Brunnen höre, muss ich gleich aufs Klo. Meine Geschenke sind lieber so groß wie die unter diesem Baum, Onkel Patrick. Sie sind fast so groß wie du, Buzz. Und? Ich habe noch nie ein Sitzwaschbecken mit so viel Power gesehen. Ich denke nicht, das ist das, was das ist, aber ich frage nicht. Detective, nicht ablecken. Warum sollte ich daran lecken? Naja, es sieht aus wie Lebkuchen. Ja, aber nur weil es wie Lebkuchen aussieht, bedeutet nicht, dass es... Du hast dran geleckt, oder? Es sieht halt aus wie Lebkuchen. Ich fühle ihn. Grotte des Weihnachtsmanns. Das ist alles, was ich mir erhofft habe und mehr. Gehen wir! Yay! Warum verschwenden wir so viel Zeit mit Rumstehen? Mir ist übrigens klar, dass ich eine Weihnachtsepisode spiele, mitten im Sommer. Das ist mir durchaus bewusst, aber Weihnachten geht immer. Okay, Weihnachtsstimmung geht immer. Warum verschwenden wir so viel Zeit mit Rumstehen? Da drin ist Santa, der geklaust werden will. Das klingt nicht so gut. Das klingt ganz Wortwahl. Willkommen in der Grotte des Weihnachtsmanns, wo all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Hoffentlich bald Feierabend. Die Grotte. Ho, ho, ho. Fröhliche Weihnachten alle miteinander. Die lustige rote Essensmarke. Schau sich mal einer dieses feine Trio an Jungs an. Ich hoffe, ihr wart das ganze Jahr über brav. Gut, wir waren fantastisch. Wir verdienen dieses Jahr Berge voller Süßigkeiten in unseren Strümpfen, so wie es sich für Stadtretter gehört, lieber Weihnachtsmann. Ein Stadtretter, was? Dann musst du Detective McKing sein. Ich albere nur herum. Du weißt doch, dass... Was? Ich weiß doch, dass du Francis bist. Ich bin der Weihnachtsmann, ich sehe alles. War nur Spaß. Leute, der Weihnachtsmann hat einen engen Terminplan. Stellt euch an und wartet, bis ihr dran seid, ja? Okay, was? Du hast den glücklichen Elfen gehört. Den glücklichen Elfen. Stell dich in die Schlange und wir besorgen in der Zwischenzeit Geschenke für dich und deine Mom. Ist das okay, ihn hier alleine zu lassen? Detective, das hier ist Twin Lakes zur Weihnachtszeit. Was könnte jemals schiefgehen? Okay, wir lassen ihn trotzdem hier. Onkel des Jahres, jawohl. Wer, wo, was? Vielleicht kriege ich mal irgendwelche Tipps, weil ich glaube, dass ich sie brauche. Ja. Aber sowas von. Ich bin ihm einmal begegnet, weißt du, als ich noch klein war. Weihnachten 47. Was? Ja, er war vor Gericht und mein Vater ein Schmalspuranwalt. Dooley, ich werde dich jetzt hier unterbrechen. Dein Vater war ein Geschichtsprofessor an einer kleinen Uni. Du erzählst gerade die Geschichte von Das Wunder von der 34. Straße. Ach so, ich schätze, das erklärt, warum ich mich an all das nur in Schwarz-Weiß erinnere.
Adaptiert er jetzt auch noch Filme in seiner Erinnerung? Was geht in seinem Kopf vor? Ich würde gerne mal einfach aufmachen und reingucken. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Affe, der zweimal in die Finger oder in die Hände klatscht, einen Backflip macht und das dann unendlich wiederholt. Und irgendwo kommt Musik her und du weißt nicht, welcher Tab das ist. Genau das ist sein Brain. Leute, geht raus hier, das ist mir vor Vater Kapitalismus peinlich. Okay. Ich hoffe, meine Hände tauen auf, bevor ich den Weihnachtsmann treffe. Ich hasse es aus Versehen, meine Geschenke fallen zu lassen. Oder schlimmer, einen schwachen Händedruck zu geben. Man hinterlässt nur einmal einen ersten Eindruck. Okay, du bist der Nächste, Kleiner. Hm? Ich sagte, du bist der Nächste. Okay, Mister, sag mir einfach, wenn ich dran bin. Ich kann es kaum erwarten. Bildet eine ordentliche Reihe, Kinder und große Kinder. Ich hasse mein Leben. Fühl ich. Hey, Detective, wenn wir die hier konfiszieren, hätten wir unseren Einkauf in der gleichen Zeit beendet, die es dauert, Bericht J37 auszufüllen. Solchen Versuchen geraten könnte, ich glaube nicht, dass deine Schwester in einem Haufen schlecht gemachter Kinderspielzeuge rumwühlen will. Hey, dafür habe ich Stunden gebraucht. Weihnachtsmann. Oh, fröhliche Weihnachten miteinander. Was für ein tolles Gespann ihr zwei doch seid, oder? Tag ein und Tag aus immer damit beschäftigt, die Stadt zu retten. Warte, woher weißt du davon? Ich sag nur, Zwinker? Ich hasse es, wenn Leute Zwinker sagen. Du kannst der schlechten Auflösung die Schuld geben. Ja. Weil... Na? Man kann halt keine Gesichter so richtig erkennen. Hier ist die Spielhalle. Hier müssen wir noch nicht hin. Ich glaube auch nicht, dass ich da... rein kann. Ich kann da rein. Aber eigentlich soll ich erstmal Geschenke besorgen. Gehen wir trotzdem da rein? Ach komm, dann ist es endlich. Als Kind liebte ich Spielhallen. Okay, ich liebe sie immer noch. Können wir reingehen? Können wir? Feueralarm. Warum sollte jemand ein Feuer alarmieren wollen? Diese Dinger sind gefährlich, wenn man ihnen Angst einjagt. Ach du Alter. Müssen wir jeden Mülleimer durchsuchen, den wir finden? Ja, es ist Pflicht. Ich habe eine Menge Zeit hier verbracht, als ich jünger war. Letztes Wochenende war ich noch jünger, außerdem wachse ich immer noch. Faith Invaders, Zombie Munch und ein kaputter Spielautomat. Und Emily, ist das nicht die Psychotante aus dem Camp? Hey Detective, hey Blutalpha. Was machst du hier? Papa hat mich und meinen Babybruder mitgenommen, um den Weihnachtsmann zu sehen, aber der Weihnachtsmann ist lahm, also versuchen wir Spielzeuge aus der Greifmaschine zu klauen. Das klingt nach Emily. Oh, ich hasse Weihnachten. Jeder ist bei seiner Familie, das Wetter ist nicht so geil. Und wir müssen mit Papa rumziehen, um Zeug für unter den Weihnachtsmann zu klauen. Schrottigste Zeit des Jahres. Was mit dem Weihnachtsmann? Du freust dich doch sicher schon auf seinen Besuch. Der Weihnachtsmann ist eine Lüge, Detective. Manchmal mache ich mir ernsthaft Sorgen um deine Ermittlungsfähigkeiten. Wenn du netter wärst und keine Spielhallen ausräumen würdest, würde er dich vielleicht besuchen. Ich verstehe nicht, wie die zwei Sachen zusammenhängen. Hast du was Schönes vom Weihnachtsmann gewünscht? Dieser Dummkopf schreibt mir nicht, also schreibe ich ihm auch nicht. Außerdem ist das nicht ein bisschen weit hergeholt, um die ganze Welt fliegen und Kindern Geschenke geben. Was für ein Verbrechen der Vergangenheit versucht, was blutrote Hosen zu vertuschen. Also ja, ich check's. Bis später, Jungs. Jo, mach's gut. Faith Invaders. Ja, lol, ich kann das spielen aus dem... Was? Leertaste ist es. Okay. Das heißt, ich bin ein Priester, der invaded wird von den Ungläubigen. Und ich kill sie weg mit Kreuzen. Spiel des Jahres. Ich mach das einfach mal ein bisschen. Ne? Wir gucken mal, wo das hinführt. Ich werde das jetzt nicht in seiner vollen Länge zeigen, weil dann sind wir ja übermorgen noch hier. Wehe, es gibt ein zweites Level. Okay, tötet mich. Ich mach das nicht nochmal. Das hat jetzt ewig gedauert. Nee. Ich wähle den Untergang. Quit. Das muss nicht sein. Zombie Munch. Also es ist Pac-Man. Automatenkind habe ich gerade bekommen. Es ist literally einfach nur Pac-Man. Inklusive, ja, den Pillen, die ich nehmen kann, um dann die Geister, oder in dem Fall sind es, glaube ich, die Menschen zu fressen, um sie dann zu resetten. Es ist einfach nur Pac-Man. In super easy, die sind ja super langsam. Gibt's hier ein zweites Level? Gibt's nicht. Okay, ich bin fertig und dann bin ich fertig. Der Greifautomat. Warum ist da ein Kind drin? Muss wohl reingekrochen sein, als ich gerade nicht hingeschaut habe. Aber Dada, du hast mir gesagt, ich soll da reingehen, dir die schönen Sachen rausgeben. Klappe. Kinder, was? Sagen die verrücktesten Dinge. Okay. Hey Freundchen, keine Zeit. Siehst du nicht, dass ich gerade am Klappen... Oh, hallo, Officer. Okay. Der ist außer Betrieb. Oh, Rampaging Monkey ist mein Lieblingsspiel. Ja, aber manchmal funktioniert das halt nicht. Roll Treppe nach oben. Was war das?
Frage ich mich aber auch. Bildschirmgewackel. Wir sollten besser nachsehen, ob was in Ordnung ist. Oh oh. Was ist hier los? Weihnachten kommt, jedes ist es der Krampus. Weihnachten kommt jedes Jahr, doch diesmal ist der Krampus da. Und habe ich gelegentlich mal einen im Tee, so werde ich doch bauen mir eine Armee. Ich habe die Schufte in Gnome getauscht, zum Spuken heimgeschickt und Unfug eingehaucht. So ein dummer Reim. Ha 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 ha. Böses Geräusch und so. Ja, das ist nicht gut, was ist jetzt ein Gnome? Was? Hahaha, ich spielen gehen und Sachen kaputt machen. Uh-oh. Was? Wo ist Bass hingegangen? Wir finden ihn lieber. Uh-oh, das ist der Gnomenwächter, das ist ein Gnomenkind. Wo ist er hin? Hängt der irgendwo oben und warte ich so erstmal das ganze untere Stockwerk ab. Dann können wir oben noch durchsuchen. Ne, das ist auch nur ein Gnomenkind. Technikland. Irgendwo hier wieder rumhängen. Fernsehbildschirm. Brickmans Weihnachtszusammenfassung mit den Top-Nachrichten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Oh, ich liebe diese Sendung. Ich frage mich, ob wir erwähnt werden. Werden sie nicht. Oh, nicht fair. Wie hat er das überhaupt mitbekommen? Stell dir vor, jemandem ein Geschenk aus einem Haushaltsgeschäft zu besorgen. Ha. Ja. Ich musste für eine Sekunde in den Technikladen. Same. Die Frage ist halt, kann der hier rumhängen oder hängt der einfach im allgemeinen oberen Stockwerk rum? Rico, was für andere Funktionalitäten möchten Sie sehen? Kann ich die Sportergebnisse nachsehen? Natürlich, einfach das Menü öffnen, hier hin scrollen, alle Ihre persönlichen Daten eingeben und dann Ihre Frage stellen. Maximal 32 Zeichen, inklusive Leerzeichen. Dann wird Ihre Frage durch die gesamte Hauptverwaltung der Enzyklopädie Britannica geschickt, wo eine Person sie dann nachschlägt und beantwortet. Da haben wir es versendet, nun müssen wir noch auf die Antwort warten. Das könnte ein paar Zeiteinheiten kosten. Staubsauger. Pff, ich sag meinen Staub lieber mit dem Mund. Was? Ja, was ist? Okay. Ich liebe diesen Ort. Was für neue Spielereien wir wohl finden, um das Popomoto aufzumotzen. Komm schon, Dulli. Ich habe gerade den kleinen Bügel für den Polizeifunk mitgenommen. Du bist so ein Technik-Muffel-Detective. Stimmt, ich habe das Snow bei Technologie eingeführt. Ja, Kamera. Sind genau wie die Kameras, die wir benutzen, herausfinden, ob eine Gegend kriminell ist oder nicht. Die Dinger, die sie an der Wand befestigen und die dann Tage zählen, bis sie irgendwer klaut? Genau die. Ghetto-Blaster. Sie sollten an einem Platz wie diesem keine Sprengstoffausrüstung verkaufen. Ah, wegen Blaster. Oh Gott. Wow, der ist so groß, man kann ja fast schon die Pixel sehen. Das ist kein Kompliment. Aber ja, ja, das ist er. Das sind die gleichen Lampen, wie wir auf dem Revier in den Verhörräumen haben. Ja, diese klassische guter Kopf, böser Kopf-Lampe. Na, reden Sie! Was ist mit ihm passiert? Haben Sie ihn umgebracht? Irgendwie sowas. Wir untersuchen immer noch Videos, Verbrechen an Ihnen, Sir. Achso, ja, weil Video killed the... Ja. Wissen Sie die Sportergebnisse? TM, warum das TM? Kommt da noch irgendein Joke? Ich will nur wissen, wie der Sport in dieser Saison gelaufen ist. Ja, welcher denn? Wo sind meine Sportergebnisse? Sie sind auf dem Weg. Sie müssen sich noch ein klein wenig gedulden. Ja, ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas machen können. Ich glaube, das ist einfach nur für die Jokes gut. Bin ich witzig. Warte mal, kann ich auf jedem Bildschirm? Meine Lieblingssendung läuft gerade, das ist der Busfahrplan. Und es gibt in der Gegend eine Menge zu tun und zu sehen, Detective. Du solltest bei Gelegenheit mal selbst in einen Bus einsteigen. Okay. Catamon, sie wird den kosmischen Stern bekämpfen. Ihre Krallen aus... Was ist das für ein Weep-Zeug? Ausländische Zeichentrickfilme sind so seltsam. Ah, du musst dich nur in die Seltsamkeit reinfallen lassen, das ist alles. Öffne dein Herz. Ja, es ist Weep-Zeug. Dieser Fernseher hat einen Ausdruck... Ein Ausdruck einer Nachrichtenkulisse, wo eigentlich das Glas sein sollte. Okay. Ho, 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 frohe Kaufnacht. Nun vergesst nicht, euch von euren Eltern die allergrößten Geschenke zu wünschen, Kinder. Kein Preis ist so hoch, wenn sie dich lieben. Ja, das ist Kapitalismus. At its best. Wahrscheinlich hängt er hier drin rum. Bin ich mir ziemlich sicher. Das Beste am Einkauf mit Bass ist, dass ich einen Grund habe, in Spielzeuggeschäfte zu gehen. Aber ist jetzt nicht hier. Ach ja, wir können aber trotzdem reingehen, oder? Diese Roboter geben ein gutes Geschenk ab. Zwinker. Sie sind wie kleine Helferlein, ein Demi-Helferlein, fast wie ein Helferlein für den Helferlein. Zwinker, Zwinker. Ja, er will einen Roboter. Ich möchte gern einen. Hinweis. Zu Weihnachten. Hinweis, Hinweis. Ich habe das Gefühl, dieser Bär starrt direkt in meine Seele. Warum konnte der Bär, also warum hat der Bär gerade eine Leine bekommen? Außerdem, warum hängt hier Barney rum? Das ist, glaube ich, nicht copyright-friendly. Ein freundlicher Dinosaurier. Die Typen waren ganz klar kleine Junior-Paläontologen wie ich.
versuchen menschliche Merkmale den Reptilien zuzuschreiben. Typische menschenzentrierte Vorstellung. Ja, aber es ist Barney, though. Barney ist cool und das ist Woody. Das ist Woody. Das ist Buzz Lightyear. Soll das Skeletor sein? Ich glaube, das hier ist Skeletor. Und das ist halt hier. Wie ist der Dino aus Toy Story? Rexy? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie eine Person so viel grinsen sehen, während sie gleichzeitig heult. Ich liebe meinen Job so sehr. Das konstante Geschrei vom Lachen der Kinder, die sich wiederholenden Standardphrasen der Spielzeuge und wenn der Bär mir düstere Gedanken ins Ohr flüstert. Es ist irgendwie ein Paradies. Irgendwie. Der arme Typ. Teeservice. Ein Teeservice? Ich weiß. Ich würde mich auch gerne auf ein Tässchen hinsetzen, aber nicht bevor wir wissen, dass es Buzz gut geht. Ich werde dich daran erinnern. Mach das. Okay. Ein Brontosaurus. Ein orangener Brontosaurus. Warum geben sie ihm nicht einen Raketenrucksack, wenn sie sich schon was ausdenken? Meine Güte. Actionfiguren. Leaders of the Universe Actionfiguren trägt nur Unterhosenmann und sein Erzfeind Schädelgesicht, aber sonst kein Skelett. Was würde das lieben, wenn es dazu noch ihre Burg Knochensaug geben würde? Ach du, hier Zauberrechteck. Weil Zauberwürfel gecopyrighted ist oder was? Ein schmerzhaft farbiges Puzzle. Okay. Was würde ich darum geben, ins Weltall zu reisen? Was? Die dunkle und einsame Weite des Alls. Keine Kinder, kein Spielzeug, keine Lichter. Begrenzter Sauerstoffvorrat. Mit anderen Worten, er denkt sie so, ja, please kill me. Oh Mann, ich habe diesen Kerl geliebt. Der unbeschrittene König der Dinosaurier. Und Dinosaurier beachteten nicht einmal politische Hierarchien oder Dynastien. Ja, weil's Echsen sind. Was für ein Land das doch früher war, als Männer noch Männer waren und keine Befehle von ausgestopften Teddybären entgegennahmen. Der Bär. Ah, es tut mir leid, Mr. Bär. Hey, ich weiß, dass du mich nur zur Strafe dazu bringst, diese Dinge zu tun. Zu meinem eigenen Wohl. Ja, Sir. Was ist mit dem Bären los? Ich hätte gedacht, einen Ofen zu backen würde alles andere als schnell gehen. Zuallererst mal, wie passt der denn in sich selbst? Ein Backofen. Okay. Ich kenne diese Spielzeuge. Buzz sammelt sie. Das sind Roboter, die sich in leicht unterschiedliche Roboter verwandeln können. Ach ja, ich verstehe. Der kann sie von einem Laster mit Container in einen Laster ohne Container verwandeln. Das ist ein Wunder. Oder du kannst einfach den Container abklipsen. Aber okay. Ha, ist Weihnachten nicht fantastisch? Die ganze Zeit über gute Laune Musik und so viele blinkende Lichter, dass ich permanent orientierungslos davon bin. Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal das Tageslicht erblickt habe. Hahaha, das fühle ich so hart. Das ist relatable. Ich müsste mal wieder rausgehen und Gras anfassen oder sowas. Ich weiß, wir haben Buzz immer noch nicht gefunden, aber es ist egal, wir sind in einem Spielzeugladen. Okay, das ist jetzt wichtiger. Ah, Springseile. Versuchen Kinder zum Sport zu verleiten, seit die Menschheit das Seil erfunden hat. Ein Seil ist immer nützlich, also nehme ich mir etwas davon mit, wenn es ihnen nichts ausmacht. Hä? Ich mich beschweren? Nicht vor dem Bären. Nee, Sir. Okay, der Bär. Ha, dieser Kumpel sagt mir, was ich tun soll. Und Leute, glaubt mir, das ist nicht immer angenehm. Was? Ist er nur irre? Oder spinnt er halt wirklich komplett? Ich meine jetzt nur ein bisschen irre? Oder richtig irre? Oder ist der Bär wirklich lebendig? Das ist jetzt eine gute Frage. Baumwipfel. Ein beeindruckender Stern. Lass mich raten, der will da irgendwie ran. Du kommst da sofort runter, junger Mann. Da ist er nämlich. Da ist er. Er versucht, den Stern vom Baum zu bekommen. Er ist außer Reichweite, Detective. Er ist genau unter dem Oberlicht. Vielleicht kann ich ihn vom Dach ausgreifen? Muss ich mich abseilen oder was? Gartenbedarf, Springbrunnen. Beeindruckend. Wie nennt man das? Erreichen? Sprühen? Gefieder? Was? Boah, ich glaube, ich hatte gerade einen Stroke beim Lesen von dem Satz. Was war das denn? Gartenbedarf. Okay. Ich bin mit Ned zur Schule gegangen. Wir nannten ihn Ned der Nerd. Ah, hi Patrick, schön dich wieder im Laden zu sehen. Brauchst du wieder Samen für die Blutwölfe? Nicht heute, danke. Aber wir kommen nochmal im Frühling wegen des Vogelfutters. Ich habe die Bestellung bereits aufgegeben, du und diese Kinder erhellen wirklich mein Herz. Danke, Ned. Was, ich bin seitdem erwachsen geworden. Oh, will ich wissen, was er sagt. Kannst mir irgendwie denken, Windspiele, von seltenen tibetischen Metallspechten geschnitzt. Wie echte Holzspechte, nur für Metall und aus Tibet. Habe es mitgenommen, als ich mit Mildred bergsteigen war. Natürlich kam ich alleine zurück, sie zog mit einem Mönch zusammen. Heiliger Mann, von wegen.
Ah, das ist natürlich sehr unangenehm. Ich will mich nicht rausreden, ich dachte zu der Zeit, ich hätte etwas anderes gekauft. Zu meiner Verteidigung, ein Nachtclub ist ein seltsamer Platz, um Duftsäckchen in der Früh um 2 zu verkaufen. Was? Mit was dealt der denn? Warum sieht er aus wie Walter White? Ist das der Joke? Dass er aussieht wie Walter White und komische Sachen verkauft? Perfekt für den Landschaftsbau und zum Begraben von schlimmen Fehlern. Okay. Er war ein Teil eines Paares, aber sie wurden wegen wirtschaftlichen Differenzen auseinandergerissen. Er ist eifersüchtig auf die Gnome da oben, aber damit kommt er auch nicht weit, nicht wahr? Och, der arme Pflanzenkübel. Margeriten sind keine edlen Pflanzen, das ist klar, aber sie sind stämmig. Geben jedem Ort einen schönen Geruch und einen angenehmen Farbtupfer. Man kann nichts falsch machen mit einer Margerite, auf keinen Fall. Außer du meinst Margerite Müller. Das Mädchen hat mein Herz gebrochen. Oh, ich werde mich hier mal rächen, denk an meine Worte. Was? Oh, nichts. Ich habe nur durch die Blume gesprochen. Dafür braucht er dann die Schaufel. Nehme ich einfach mal an. Denke ich mir. Ein Gummihammer. Der weiche Kopf ist perfekt, um auf eine milde Weise Glas einzuschlagen oder Zeltnägel in die Erde zu klopfen oder sie zu verbiegen. Macht ihn zu einem großartigen Campingschlägel. Außer du stößt auf Bären. Dann lässt dich der weiche Kopf im Stich. Nachts kann ich manchmal noch Dereks Schreie hören. Damit könnte ich Emilys Bruder befreien. Kann ich den haben, Ned? Ha? Oh ja, sicher. Entschuldigung, musste mich gerade erinnern. Der Typ ist komplett durch. Frag ja nicht nach der Gießkanne. Diese Beziehung macht mich immer noch mürbe. Okay, und da sind wieder die blöden Margeriten. Okay, Schlauch. Das ist Secondhand, noch aus meinem früheren Autowaschanlagenunternehmen. Der Spaß, den John, Tanya und ich an jedem Sommer hatten, als wir uns aus Versehen gegenseitig nass gespritzt haben. Dann, wie konnte es anders sein, liefen sie miteinander weg und das war das Ende vom Lied. Oh Gott, der Arme. Schau das glücklichste Pärchen an, das glückliche Pärchen. Ein Powerpärchen in der Welt der Gnome. Kakteen. Weinende Kakteen, selbst gezüchtet, mit Jorge oder Jorge, damals zu unseren Gärtnertagen. Ich denke nicht gerne daran zurück, zu viel Herzschmerz. Was? Ned ist mein Name, ich gärtnere und spiele Dame. Und Bridge, nichts geht über das alte Frau hier an einem Donnerstagabend. Das ist mein Laden, erbaut mit einem Leben voller Erinnerungen. Einige davon gut, manche schlecht, aber so ist das Leben, nicht wahr? Ja, da hast du wohl recht. So, jetzt haben wir einen Hammer. Das heißt, wir gehen wieder runter, also gleich, wenn ich hier fertig bin, ich muss natürlich erst alles erkunden, ne, obviously, gehe ich runter und hol den Kleinen aus dem Automaten raus. Das ist der Plan, aber erst der Süßigkeitenladen. Ne? Land der Süßigkeiten, müssen wir unsere Ausweise vorzeigen, um reinzukommen? Ich habe auch irgendwie das Gefühl, die Rätsel hier sind gar nicht so unglaublich richtig hardcore, sondern es geht eher darum, irgendwie in diese Läden reinzugehen, die komischen Leute zu treffen. Es ist halt großartiger Schwachsinn. Ich find's großartig. Smitty ist hier. Schön, dass Sie unterwegs sind, Brigadier. Ist mir auch eine Freude, alter Knabe. Nach dem Zusammenschluss mit dem alten Jerry entschied ich mich, dass es an der Zeit war, die Hütte zu verlassen und zu sehen, was das Leben hier draußen in den Kolonien so bereithält. Wie findest du es? Ja, ich nehme an diesem Einkaufszentrum Laufclub teil, aber alles, was wir machen, ist rumzustehen, während Rose den Roger Plätzchenteig gibt und schöne Augen macht. Ich brauche echte Action. Vorderstes Frontzeugs. Du kannst den Blutwölfen noch einige Überlebensstrategien beibringen. Ein paar Wölfe bekämpfen, du kannst auf mich zählen. Das ist nicht, was er gemeint hat. Aber okay. McNugget. Detective, ich habe dich nicht mehr gesehen, seit du letztens meine Pre-Abschiedsparty ruiniert hast. Vorruhestand? Pre-Abschiedsparty. Eine vorzeitige Party, falls man die letzten Tage nicht mehr übersteht. Ah ja, das tut mir leid. Schon okay, ich war in deinem Alter auch ein Quertreiber. Lass dich von den Gesetzen nicht runterziehen. Da wir von Gesetzen sprechen, solltest du nicht deine Schulterwaffe tragen? Aber sicher, aus dem Fenster mit den Gesetzen, das ist mein Motto. Ah nee, solltest du noch, ich dachte, das wäre wirklich falsch übersetzt, aber er trägt sie halt wirklich noch, obwohl er raus ist. Aber die Waffe, wie die Samurai, du und ich, unserem eigenen Weg folgend, unseren eigenen Weg schaffend. Okay, Rose, njom, njom, njom. Oh, einfach Ehre, und ich stopfe ihr Plätzchenteig in mich hinein. Hören Sie wegen mir nicht auf. Möchten Sie mal probieren? Nein, danke. Okay, auf keinen Fall. Wir müssen da rein. Wir müssen. Okay, ich sehe ja schon. Meine Güte. Das ist ein Märchenland. Aber echt Zuckerstangen. Will haben. Keine Chance. Ist wie ein Schlagstock für eure Zähne. Ihr müsst euch ein frisches Lächeln bewahren, wer nach Verbrechern jagen, wenn die Zeitung kommt. Okay. Jungs, nicht die Kuchen anfassen. Das sind die Kalorien im Zuckerguss, die ihr nicht braucht. Okay, Bonbongläser. So viele verschiedene Süßigkeiten, ich möchte sie alle probieren. Himmel, nein, nicht für euch. Muss euch Jungs in blauer Dread und fit halten. Kannst nicht zulassen, dass das Verbrechen euch überholt.
Ich finde Dooley geil. Dooley ist einfach so unbesorgt die ganze Zeit. Ne, Zuckerwattemix. Schwierigkeiten, ihre Kinder klebrig genug zu bekommen. Nicht, wenn sie ihnen Candyfluss Zuckerwattemix geben. Pampe garantiert. Einfach Wasser hinzugeben. Dann testen wir mal die Klebrigkeit. Okay, Wasser. Das heißt, ich muss das zum Brunnen bringen. Dann gleich für irgendwas. Ei, 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 zwei TLPD-Beamte in meinem Laden. Wuhu, für euch geht alles aufs Haus. Ja, oder zumindest wäre es so, wenn ich euch gesunde Lebensmittel verkaufen würde. Ich kann es nicht zulassen, dass zwei Bollwerke des Gesetzes während meines Dienstes außer Form geraten. Oh, nein. Oh. Wenigstens sorgt sie sich um uns, okay? Das ist schon mal irgendwas. Es ist nicht viel. Ich hätte jetzt auch gern Süßigkeiten, aber wenigstens das, wenn schon nichts anderes. Ich liebe Süßigkeiten und teile sie gern mit der ganzen Welt. Außer mit euch, zu eurem eigenen Wohl, versteht sich. Darüber kann man geteilter Meinung sein. Lutscher. Da, etwas in der Art passt eher zu euch. Ihr könnt ihn in der Tasche behalten, ihn in der Pause rausholen, kurz dran lecken und ihn für den nächsten Tag zurücklegen. So ein Lolli sollte einen Monat halten, wenn ihr euch zurückhaltet. Ihr könnt euch einen teilen, jeder eine Seite. Das ist disgusting. Okay. Außerdem, wenn du ein Lolli einmal, hier geht's dann wieder runter, wenn du ein Lolli einmal abgeleckt hast, dann ist der so klebrig, den kannst du effektiv nicht zurücklehnen, das geht nicht. Okay, das Kino. Wieso soll ich denn eine Kasse einzahlen, nur um den Abend zu sehen? Da kommt doch einmal täglich kostenlos vorbei. Der kommt einmal kostenlos vorbei. Okay. Mann, oh Mann, ich liebe es, Weihnachtsfilme zur Weihnachtszeit zu schauen. Sie sind das ganze Jahr über gut, aber zu Weihnachten? Aus irgendeinem Grund fühlen sie sich an Weihnachten genau richtig an. Ja, vielleicht, weil wir Weihnachten haben. Nicht komplett sicher, though, was das angeht. Guy Light, der Film, demnächst. Ist das eine Banane? Bringst du Doris mit? Klappe. Ja. Rebel Rouser 2, Nadelgesicht auf der Erde. Ich weiß nicht einmal, was irgendwas davon bedeutet. Ist trotzdem gruselig, oder? Ja, kann ich da rein? Es gibt so viel zu erkunden. Das ist total krass. Ich dachte, also, das ist, wir schaffen nicht alle Bonusfälle in einem Video. Ich glaube, allein der hier gibt schon ein Video. Aber dass wirklich noch so viel extra Zeug in dem Spiel ist, hätte ich legit nicht gedacht. Ah ja, die Silberleinwand, der Bronze-Broadcast, die Golden Gate Bridge. Warte, worüber habe ich gerade geredet? Okay, der Schmetterlingsküsser. Alles klar, Ausstrahlungszeiten. Bereue jetzt und finde das Heil. Jetzt. Die letzten Tage kommen, auch jetzt verfügbar. Verneigt euch, ihr Ungläubigen, und beschwört Gruul, den Endzeitler. Jetzt hier. Das sind keine Vorführungen, oder? Nein, nur Lebensratschläge. Preiset alle Gruul, den Endzeitler. Okay. Es schmeckt nicht mehr so wie früher, seit sie die Butter verboten haben und das Salz und den Mais. So schlecht kann es nicht sein. Probier mal. Okay, einmal Popcorn, bitte. Einmal Popcorn kommt sofort. Okay, probieren wir mal. Das ist ja vergammelt. Ja, wir haben den Mülleimer da drüben extra für Popcorn. Den Becher könnt ihr behalten. What? Das ist die Trophäe für unser preisgekröntes Popcorn. Preisgekrönt? Popcorn, das wie Popcorn schmeckt. Sie haben nicht geschrieben, dass es gut schmeckt. Ihr Fehler war unser Vorteil. Okay. Welche Süßigkeiten und Getränke haben Sie da? Nichts, das ist alles falsch. Sie haben das echte Zeug weggebracht, nachdem ich es gestreckt habe, um den Kunden die Wahrheit zu zeigen. Okay. Mülleimer. Ja, voll mit Popcorn, ich weiß jetzt auch warum. Poster. Meeresbeißer. Der paranormale PI. Was für eine dumme Annahme. Es ist halt er, aber 1:1, nur mit einem Hut. Das ist gut. Willkommen im Kino. Angebot des Tages ist, dass Polizisten doppelt zahlen. Das ist ein guter... Ist das ein guter Deal? Nein, Bullen raus. Hey, ich kenne dich. Du warst in einer Sekte, die ich letztes Jahr hochgenommen habe. Die Bruderschaft des Endes der Welt waren keine Sekte. Wir waren eine alternative Religion. Konzentriert darauf, das Ende der Welt herbeizuführen. Durch rituellen Gesang und Opferung. Ja, was ist dein Punkt? Okay. Ja, jetzt sind wir erstmal fertig mit dem Rumgelaufe. Na, ich wollte aber alles sehen, ausnahmslos, das war wichtig. Wir sind hier bei der Spielhalle. Muss noch irgendwas herunterwerfen. Wahrscheinlich Zugang zum Dach, abgeschlossen. Irgendjemand vom Personal hier sollte einen Schlüssel haben. Ja, aber jetzt mache ich erstmal das, was ich machen kann, nämlich den Deppen herausholen. Okay, zurückbleiben, Kleiner, ein delikates Antippen sollte reichen. Cool. Ich wusste, dass ich dich irgendwie mag, Detective. Ich bringe dich besser nach Hause, Junge, bevor deine Mutter mitbekommt, was passiert ist. Kann ich noch ein bisschen bleiben? Nur, da der Detective die Maschine kaputt gemacht hat, muss ja irgendwer das Zeug mitnehmen. Und es bei der Polizei abliefern, meine ich. Glaubst du, du kriegst das hin, Kleine? Warte, bis die Bullen weg sind, stopf dir mit dem Zeug die Taschen voll, kapiert? Ja, das ist, awkward. Hey, Detective, hey, Blutalpha. Du willst das Zeug doch mitgehen lassen. Oder erstmal kommst du allein zurück. Echt jetzt? Ich bin ein Blutwolf, ich bin für alles bereit. Das ist mein Mädchen. Okay, Emily, du klaust nicht das Zeug.
Das wissen wir doch beide. Du willst das Zeug mitgehen lassen, oder? Ganz ehrlich, nicht sicher. Meine Erziehung sagt ja, aber der Blutwolf in mir sagt, vielleicht nur ein bisschen, so wie 60%, ja. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Bis später, Jungs. Okay, das heißt, ich könnte jetzt irgendwie was Klebriges machen, wenn ich hier Wasser reinlaufen lasse. Das sollte ihn festkleben. Okay. Ah, alles klar. Das heißt, jetzt hängt der Gnomenbass oben fest, weil ich ihn festgeklebt habe mit der Zuckerwatte. Bass steht in der Zuckerfontäne fest. Jetzt noch einen Weg finden, um an den Rand zu kommen. Das Seil mit den Griffen. So feiert man nicht Weihnachten. Ja, ich muss aufs Dach. Ich muss ihn quasi von oben rausholen oder mich von oben abseilen? Ist das die Idee? Aber jemand vom Personal sollte einen Schlüssel haben. Die Frage ist, wer würde mir freiwillig helfen? Ach so, ich bin ein Vollidiot. Hier stehen doch die Sportergebnisse drin. Dann geben wir ihm das. Der Typ ist dankbar und hilft uns vielleicht. Das könnte sein. Hier, benutzen Sie das, um die Informationen zu finden, die Sie brauchen. Sportergebnisse! Woo! Und er ist raus. Verflixt noch ein Verkauf im Eimer. Es scheint, als wollen die Leute wirklich keine 3000 Dollar für ein bisschen Schrotttechnik ausgeben, wenn es sich nicht gerade um ein lächerliches Statussymbol handelt. Relatable? Pah, Sie schon wieder. Haben Sie heute noch nicht genug Ärger verbreitet? Mobiltelefon. Der letzte Schrei aus der Mobiltelefontechnologie. Das soll mobil sein? Es ist riesig. Es hat seinen eigenen Transportkoffer, komplett mit Rädern. Okay. Und jetzt? Jetzt hat der Typ seine Sportergebnisse. Verneigt euch vor Krampus, bla bla bla. Ist der Typ eine Hilfe? Was willst du, unschuldiger Käufer? Ich muss auf das Dach gelangen. Zugang beschränkt auf Sicherheitspersonal und Ordnungshüter. Wir sind die Polizei, schau dir unsere Marken an. Zugriff auf Datenbank. Furchtbare Modems... Ja. Klassisches Modems-Piepsen halt. Dienstmarken nicht erkannt. Das ergibt keinen Sinn. Ja, McKing hat mich sogar letztens nach unseren Nummern gefragt, um sicherzugehen, dass wir drauf sind. Er kicherte die ganze Zeit vor sich hin. Wahrscheinlich lacht er darüber, wie unwahrscheinlich es wäre, dass wir nicht da drauf sind. Er hat uns weggelöscht. Aber schau dir unsere derzeitige Zwickmühle an. Oh, warte. Ich weiß, was passiert ist. Wir finden lieber einen Weg, auf der Wache anzurufen und wieder registriert zu werden. Das blöde Mobiltelefon. Dafür brauche ich das. Siehste mal. Oder auch nicht. Wie klaue ich das? Ach so, ich interagiere nicht mit dem Telefon, ich rede mit dem Typen. Das macht sogar fast Sinn. Kann ich mit dem Telefon bitte einmal telefonieren? Ich schätze, ich brauche das im Moment sowieso nicht, nachdem sie meinen Kunden vertrieben haben. Piep, 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 piep. Einmal Anrufe auf der Wache. Klingel, klingel. Zentrale. Sally McQueen hier. Kannst du mich und Dooley bitte wieder auf die Liste der echten Polizisten setzen? Bitte? Sicher, Detective. Danke. Okay, Dooley, holen wir uns den Schlüssel vom Roboter. Cool, endlich Fortschritte. Das alles hier ist viel länger und viel größer, als ich dachte. Was denn jetzt? Mensch, schau noch einmal in dein Register. Na gut, erneute Überprüfung. Laute Geräusche. Oh, ihr seid drauf. Gut für euch. Können wir jetzt aufs Dach? Ich schätze, ihr könnt meine Zugangskarte haben. Schätze ich. Na endlich, Progress, Leute. Halbwegs sinnvoller Progress. So, jetzt aber hier rüber und hier rüber. Es ist, glaube ich, das größte Level bisher. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, schauen wir nach, ob es da oben was gibt, womit wir diese Kreatur fangen können. Was kann ein Ärgernis sein, aber ihn eine Kreatur zu nennen, ist schon ein bisschen schroff. Ein Kran. Okay. Nette, erfrischende Nacht, um so wie jetzt rumzustehen. Nimm dir ruhig alle Zeit, die du brauchst. Ich habe es nicht eilig, wieder reinzugehen. Du frierst, oder? Mir ist so kalt, ich kann nichts mehr sehen. Die Wasserreserve für das Sprinklersystem. Okay. Der Greifer fehlt. Wenn ich das benutzen will, brauche ich einen Ersatz. Von dem blöden Automaten. Wir müssen irgendwie zu diesem Automaten. Er ist genau unter diesem Oberlicht. Das dumme Seil? So feiert man nicht Weihnachten. Schalter für die Windel. Der Greifer fehlt. Wenn ich das benutze, brauche ich einen Ersatz. Ja, okay. Das heißt, wir müssen in die Spielhalle und brauchen das. Jetzt den Greifer rausziehen. Sieht aus, als hätte ich endlich was von diesen Sachen gewonnen. Cool. Das heißt, eigentlich habe ich mir die Mühe, vorher überall rumzulaufen, komplett umsonst gemacht. Ich muss sowieso überall rein. Das heißt, hätte ich dann auch später machen können, jetzt haben wir halt schon mit allen geredet. Okay, damit sollte die Maschine wieder laufen. Nice. Lass uns diesen Apparat benutzen. Das ist zum Glück kein Rätsel, wir holen ihn jetzt einfach da raus. Problem ist, er ist dann immer noch nicht zurückverwandelt. Das ist ein
kleines Problemchen. Außerdem halte ich ihn an seiner Kapuze. Das heißt, technisch gesehen erwürge ich ihn, glaube ich, gerade. Und ich habe ihn. Ich habe ihn jetzt bei mir. Wir haben ihn. Jetzt befragen wir ihn und finden raus, was hier los ist. Wir können ihn befragen. Du kannst der gute Cop sein. Ich bin der. Warum ist dieser Typ überhaupt Cop? Gnomen, Bass. Lass mich los. Wir müssen einen Weg finden, den Kerl zu befragen. Und wie? Warte. Ich habe Idee. Ich brauche diese Lampe. Das sind die gleichen Lampen, die wir auf dem Revier in den Verhörräumen haben. Eigentlich könnte das noch von Nutzen sein. Okay, wenn wir schon hier sind, kann ich noch was mitnehmen? Nein, den Staubsauger? Nee, geht auch nicht. So, ich glaube nämlich, das ist so ein dummes Rätsel, wenn das die Lösung ist. Nicht hier. Wo war das, im Spielwarenladen? Hier? Ja, muss ich einen Verhörtisch bauen? Ich glaube, ich muss einen Verhörtisch bauen. Lampe ist in Position. So ein dummer Schwachsinn. Wir können ihn hier verhören, aber ich sollte ihn erst festbinden, sonst rennt er wieder weg. Mit dem Seil? Erst fesseln, dann an den Stuhl binden. Das sollte ihn halten. Verschnürter Gnom. Das ist so ein kompletter Schwachsinn. Das ist so doof. Halt, wie dir alles sagen. Was bist du? Bist du Bass? Ist Bass und ist nicht. Ist Bass und ist nicht. Du machst keinen Sinn. Erklär dich. Krampus holt Schlechtestes aus Kinder. Das ist, was Gnome ist. Inkarnation von Böse. Ich dachte nicht, dass Bass noch schlimmer werden kann. Wir besiegen Krampus. Wo liegt seine Schwäche? Er laktoseintolerant. Nicht mag Milch. Also los, melken wir ihn. Es gibt einen besseren Ausdruck dafür. Und was dich betrifft, Mister, du bleibst so lange hier, bis du nicht mehr in dieser Gang bist, zu welcher auch immer du da jetzt gehörst. Milch. Wo bekomme ich Milch her? Aus dem Süßigkeitenland? Nein. Ah, Moment, hier ist doch der Eierpunsch-Typ. Eierflip gefällig, mein Freund. Ja. Ich brauche nur ein bisschen Milch, bitte. Einfache altmodische Milch. Verkaufe ich nicht, Kumpel. Aber du musst welche haben. Es ist eine der Zutaten von Eierflip. Klar, hab ich da. Ich verkaufe sie nur nicht. Das ist ein Eierflip-Stand, keine Milchbude. Okay. Es muss einen Weg geben, an die Milch zu kommen, und dass der Typ mich aufhält. Ich hab doch keine Ahnung. Hier, der Schlauch. Ist das wie in dem Camp? Muss ich das absaugen? Secondhand. Ja. Ich brauche etwas mit dieser Reichweite. Darf ich das mitnehmen? Nehmen Sie ihn bitte. Nichts außer schlechte Erinnerungen für mich in diesem Schlauch. Okay. Ist das gut genug? Was ist hier los? Das mache ich auf keinen Fall. Warte mal, der Staubsauger ist noch ein Ding. Kann ich den jetzt mitnehmen? Der könnte nützlich werden. Ich stecke einfach alles ein. Entschuldigen Sie, was machen Sie da? Sie können den nicht einfach mitnehmen. Wir konfiszieren ihn für eine polizeiliche Untersuchung. Oh Mann, mir ist der Verkauf entgangen und Sie haben zwei Dinge von mir geklaut. So sollte Weihnachten nicht für mich losgehen. Entspannen Sie sich. Sie können dem Revier in Rechnung stellen. Wir sind Cops, keine Diebe. Oh, tja, das hat meinen Tag umgekrempelt. Ich glaube, ich habe tatsächlich meine Sollvorgaben für den Verkauf erfüllt. Froh zu helfen. Siehst du mal... Wir helfen immer. Muss ich jetzt einen Sauger bauen aus dem Quatsch? Wenn ich die beiden kombiniere, müsste ich auf die Länge kommen, die ich brauche. Selbstgemachte Pumpe. Was sind denn die Rätsel auf einmal? Das mache ich auf keinen Fall. Ach, von oben. Ach so, das war ursprünglich der Plan. Die Fressmeile. Über dem nutzlosen Eierflip-Mann. Ach so, ich habe jetzt gedacht, er sagt ja, was mache ich auf keinen Fall, weil es nicht funktioniert. Es funktioniert auch nicht. Aber ich hätte wahrscheinlich den richtigen Dialog bekommen, hätte ich hier oben einfach nur den Schlauch benutzt, hätte gesagt, ja, ist nicht lang genug oder ich habe nicht genug Druck. Wir lassen das langsam runter. Meine Güte, ist das doof. So ein absoluter Schwachsinn. Aber von vorne bis hinten. Jetzt haben wir Milch. Und jetzt Staubsauger voller Milch. Das ist wirklich keine Zeit des Games. Vor allem... Man soll ja mit dem Staubsauger eigentlich keine Flüssigkeiten einsaugen. Die meisten Staubsauger können das nicht handeln. Jetzt machen wir es in den Popcorn-Eimer? Das mache ich auf keinen Fall. Jetzt
Gehe ich zum Krampus und würg ihm das rein? Ist das der Plan hier? Mit milchgefüllter Staubsauger. Haus da rein. Boss redet nicht mit Erwachsenen, nur Kinder. Raus hier. Ich muss ein Kind finden, das noch nicht umgedreht wurde. Ich weiß wer. Du, ich brauch dich. Oder auch nicht. Ich hab keine Dialoge. Doch, ich muss das mit ihr benutzen. Es ist manchmal weird. Emily, kannst du uns einen Gefallen tun und das Zeug bitte zum Weihnachtsmann bringen? Was ist für mich drin? Das warme Gefühl von saisonaler Gutmütigkeit? Das lässt meine Zähne nicht verfaulen. Ich will, dass sie ausfallen, damit ich Geld von der Zahnfee bekomme und mir einen Satz Metallbeißer kaufen kann. Hack, 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 hack. Okay. Wir brauchen Süßigkeiten. Irgendwas super Süßes. Achso, ich habe gerade auf ihn geschrieben, sagt er. Autsch. Bin früh gegangen, wir scheinen kein Glück zu haben. Sie wollte uns sowieso nichts Nettes verkaufen. Die Oma, though. Darf ich sie jetzt um ein bisschen Plätzchenteig bitten? Vorhin wollte sie nicht, als ich ihnen etwas davon angeboten habe. Altes Mädchen, der Knabe ist auf einer Mission. Kein Zweifel, der braucht was vom Plätzchenteig, um einen Rumpfbruch zu reparieren oder was auch immer. Du solltest ihm aushelfen. Oh, Smithy, du weißt doch, dass ich ihm was abgeben wollte. Hab mich nur mit diesem Gentleman und den Jungs verquatscht. Hey! Plätzchenteig. Gut, jetzt haben wir auch da. It's all coming together. Okay. Das verkauft mir noch keiner als Lösung. Oder das kauft mir keiner als Lösung ab. In einem Popcorn-Eimer? Ungebackene Kekse. Ach so. Ach so, aber also Keksteig einfach so ist zwar super. Also ich mach das nicht so gern, weil, ne, potenziell Salmonellen oder sowas. Es ist, in der Theorie ist es möglich. So, wo ist dieser dumme Backofen? Hier, siehst du mal. Lass uns ein paar Plätzchen backen. Yay! Ich finde es lustig, wie wir effektiv alles machen, was Weihnachten beinhaltet. Nur halt nicht so, wie es eigentlich gedacht ist, weil wir lösen den Fall. Jeden Moment. Jeden Moment. Und sie sind gebacken. Gebackene Kekse. Cool. Nice, dann gehen wir wieder runter. Das ist, glaube ich, das größte Level bis jetzt. Habe ich vorhin schon gesagt, aber ich muss es nur noch mal sagen. Das ist gigantico. Absolut gigantico. Dann Spielhalle, hier rein, Speedrun klicken. Das hier. Das mache ich auf keinen Fall. Dann halt in den Popcorn-Eimer. Sie sind trocken. Okay, sagen wir die Kekse mit Milch vorhin, bringen sie zum Krampus, bevor sie sich in Matsch verwandeln. Ja, aber der redet ja nicht mit uns. Milchgetränkte Kekse, ach so, damit er die frisst, das ist die Idee. Emily, kannst du uns einen Gefallen tun, das Zeug bitte zum Weihnachtsmann bringen? Was ist für mich drin? Das war mir gefühlt eine saisonale Gutmütigkeit. Ja, milchgetränkte Kekse. Hä, jetzt... Wir haben gewonnen, aber wir haben nicht gewonnen. Brauche ich nochmal Popcorn? Das Zeug ist fies. Hört auf, über das Essen zu lästern. Nee, ich brauche nicht nochmal Popcorn. Irgendwas, was ihre Zähne verfaulen lässt. Aber hier kann ich nicht rein. Das geht nicht. Und die Oma rückt nicht nochmal was raus. Ah, natürlich geht das. Ich habe ja Zuckerwatte gemacht. Im Brunnen. Kann ich jetzt auch wieder rausholen und in den Popcorn-Eimer machen. Ah, ich war zu nah. Meine Schuhe stecken fest. Schätze, ich muss von hier an barfuß weiter... McQueens Schuhe stecken in Zuckerwatte. 5 Wörter. Nimm das, Hemingway. Ah, okay. Er ist wirklich barfuß. Schönes Detail. So, jetzt aber. Komm. Süßigkeiten. Okay, dann gehe ich mal für euch zum dämlichen Weihnachtsmann. Aber sie hat doch die Kekse vergessen. Das ist aber keine verdeckte Operation. Okay, Leute, ich bin da. Was jetzt? Hier, bitte. Bring das zum Weihnachtsmann. Sicher, ich stehe jetzt zu meinem Wort, solange in den Bechern noch Süßigkeiten sind. Ich habe euch ein paar Leckereien besorgt. Ja, komm her zu mir, du kleiner Blag. Bei mir wird's nimmer wieder Tag. Was auch immer, du Verrückter. Ist einfach die Leckereien. Okay. Und er stirbt. Er kratzt ab. Moment mal. Irgendwas, das war im Essen. Ach, hätte ich es mal nicht gegessen. Meine Günstlinge, ich mache einen Fehler, so pralle. Fiel ich doch rein auf die süße Falle. Oh nee, großer Mann, schweb weg. Ei. He gone. Krampus ist weg, aber die Kinder sind immer noch Gnome. Hey, was ist das da hinter dem Thron? Dule, ich wollte sagen, dass das die Kinder sind. Ja, aber schau das neue Ding an, was für Geheimnisse es verbirgt. Was für eine Einladung ins Abenteuer. Aber die Kinder... Neues Ding. Na gut, aber danach müssen wir die Kinder retten. Ich stimme 100% mit dir überein, was immer du gerade gesagt hast. Jetzt aber zum neuen Ding, bitte. Lüftungsschacht. Ist eine Entlüftung. Können wir jetzt darüber reden, die Kinder zu retten? Wohin glaubst du, führt er? Dule, jetzt komm schon. Konzentration. Ich konzentriere mich auf diesen geheimnisvollen, wundersamen Schacht. Dule, warum glaubst du, dass da eine Weihnachtsmannmütze drin ist? Was?
Da ist ein Hut, in dem Schacht da drüben. Dieser riesige Kerl schwebt mit seinem davon. Also warum glaubst du, dass da drüben ein weiterer ist? Glaubst du, das ist, wo der echte Weihnachtsmann versteckt war? Schätze, das finde ich besser raus. Er ist überraschend intelligent. Er hat gerade ein Zeichen von Intelligenz gezeigt. Hier, halte meinen Mantel, damit ich mich ein bisschen freier bewegen kann. Junge, ist das hier dunkel. Das ist cool. Du kannst mein Feuerzeug ausleihen. Jetzt ist es stirb langsam. Nämlich stirb langsam 1, wo er durch den Lüftungsschacht kriecht. Und was nochmal sagt? Ja, sollte ganz normale Weihnachten werden. Irgendwie sowas. Mütze. Verdammt, du, der hatte recht. Die Mütze vom Weihnachtsmann ist wirklich hier drin. Ich sehe mich besser mal um und schaue, was ich finden kann. Mütze des Weihnachtsmanns. Runter, rechts. Ich gehe erstmal nach rechts. Der Mantel. Eine rote Jacke. Er muss hier entlang gekommen sein. Okay, weiter nach rechts. Hallo. Purpur, ich habe mich schon gefragt, ob du noch in der Nähe bist. Cool, das Tentakel ist auch wieder hier. Dann nach oben. Halt, da war der Schuh. Hier ist der Schuh. Linker Stiefel. Sein anderer Stiefel. Ich bin sicher schon ganz in der Nähe. Okay, linker Stiefel vom Weihnachtsmann. Die Hose. Die Hose, das muss der richtige Weg sein. Okay, dann hier wieder runter. Rechter Stiefel. Der Stiefel vom Weihnachtsmann. Ich muss auf dem richtigen Weg sein. Ja, es ist einfach nur ein Labyrinth. Lass uns alles hier zusammenpacken, bevor wir weitergehen. Okay, bitteschön. Was? Ach, der Knebel. Eine Sekunde. Das ist was von dem übrig. So, bitteschön. Gott sei Dank. Ich sagte, ich habe schon auf dich gewartet. Ich wusste, dass du mir den Tag rettest. Hä? Weil ich der Weihnachtsmann bin. Und jetzt gib mir bitte meine Klamotten, lass uns von dir verschwinden. Ich habe 1,9 Milliarden Geschenke abzuliefern und uns geht die Zeit aus. Okay, hier, bitte. Danke sehr. Kannst du dich bitte für einen Moment umdrehen? Oh, ja, natürlich. Entschuldigung. Okay, Umkleidungsgeräusche. Okay, gehen wir. Durch die Tür. Scheint verschlossen zu sein. Ich schätze, wir gehen den Weg zurück, auf dem ich gekommen bin. Ist er dafür nicht zu fett? Folge mir. Alles klar. Haben wir Weihnachten gerettet? Was ist das? Boah, war das kalt da drin. Bin froh, dass ich meinen Mantel wieder habe. Ach du je, Campus hat den Platz verwüstet. Mutierte Kinder und überall schlechte Energie. Was können wir tun, um das zurückzudrehen? Hier, nimm den magischen Weihnachtsstaub. Es wird die böse Magie wieder rückgängig machen. Ich habe nicht mehr viel übrig, also müsst ihr es verdünnen. Womit, though? Verdünnen. Das hier geht nicht, ne? Kauft mir keiner als Lösung ab. Ja, ist halt echt so. Mit Eierpunsch? Geben wir einen Eierpunsch? Ah, schade. Ich dachte gerade. Wir... Ja. Hauen ein bisschen den Eierpunsch raus. Verdünnen. Womit würde man das verdünnen? Er ist immer noch hier, by the way. Das ist cool. Hoffentlich denken wir auch dran, ihn mitzunehmen. Weil ansonsten wird das ein bisschen peinlich. Süßigkeitenland? Nein. Auf dem Dach? Der Wassertank. Wasserreserve für das Sprinklersystem. Okay, das soll den Staub verbessern. Jetzt die Sprinkler auslösen und die Monster einweichen. Zählt das jetzt als Anspielung auf frühere Fälle oder hat man hier nur nachlässig gearbeitet? Kann es nicht beides sein? Ja, wegen dem Fall auf dem Friedhof. Ne, Feueralarm. Hier geht nichts. Here goes nothing. Jedes Mal, wenn ich das lese in dem Spiel, ist das irgendwie falsch übersetzt. Heißt so viel wie, lass uns das einfach mal versuchen. Was auch immer das gerade war. Okay, aber alle werden wieder normal. Nice, und wir sind nass. Wir haben die Kinder gerettet, erzählen wir es dem Weihnachtsmann. Das ist der Plan. Gut gemacht, und nun hätte ich gern die Überreste vom Weihnachtsstaub zurück, bitte. Überreste zurück? Ich sollte dich dafür auf die unartige Liste setzen, aber du hast ihn für einen guten Zweck verwendet. Danke euch beiden. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre das ein Desaster geworden. Froh zu helfen. Tja, ich sollte jetzt wohl besser gehen. Ich habe noch eine Menge Geschenke abzuliefern und bin schon etwas spät drin. Viel Glück da draußen, das wird eine kalte Nacht. Mach so weiter. Ihr auch, Jungs. Ihr auch. Ah, haben wir gut gemacht. Fall geschlossen. Wir haben Weihnachten gerettet. Oh, da auch nicht. Oh nein, mein Schlitten. Vielleicht haben wir zu früh gesprochen, sehen wir nach, was passiert. Parkplatz. Ach du Heilige. Was ist denn hier los? Sieh mal eine an, wenn das nicht McLean und Officer Fooley sind. Ich greife gegen das Rentier dieses Mannes wegen Herumlungerei durch. Er hat noch nicht einmal eine Erlaubnis von der Stadt. Ich habe ja eine vom Nordknöllchen Straßenverkehrsamt und eine Genehmigung vom NPPD. Mich interessiert nicht, was die NPPD zu sagen hat. Das ist nicht ihr Zuständigkeitsbereich. Warum übernehme ich nicht und kümmere mich um den Papierkram? Nein, danke, das mache ich, wenn ich ins Büro gehe. Dann kann dein Freund hier den Berufungsprozess durchlaufen. Oh, schau mal die Uhrzeit an. Ich habe eigentlich schon Urlaub. Ich schätze, der Papierkram kann warten, bis ich zurück bin. Tschüssi. Endlich ist er weg. Was für ein Idiot. Wie soll ich denn all die Geschenke ohne mein Rentier verteilen? Könntest du deinen Schlitten an unser Auto hängen und machen, dass es fliegt?
Normalerweise, ja, aber irgendwer hat meinen ganzen Weihnachtsstaub aufgebraucht und nun weiß ich nicht, mit was ich ihn befeuern soll. Irgendwer hat den ganzen Staub aufgebraucht? Wer würde sowas tun? Ah, ja, schon gut. Können wir mehr Staub machen? Nur wenn wir ein Kind finden, das nicht an Weihnachten glaubt und dann seine Meinung ändert. Wir hätten lieber erst nachsehen sollen. Ja, wir brauchen Emily. Wir müssen sie irgendwie wieder auftreiben. Ach, okay, verstanden. Jetzt reicht's. Ich trage ab nächstem Jahr einen Mantel. Wahrscheinlich. Fun Fact, im zweiten Teil hiervon sieht er genauso aus. Also ja, so viel zum Mantel. Ist mir also unangenehm, dass wir den Wagen nicht geschmückt haben. Ja, mir auch. Habt ihr ein Kind gefunden, das nicht an Weihnachten glaubt? Arbeite dran. Okay. Er hat es getan. Er hat es wirklich getan. McKing hat Weihnachten lahmgelegt. Tatsache, er hat dem Rentier eine Parkkralle verpasst. Wow. Sprich mich nicht an. Ich habe keine Zeit. Schlitten. Oh, hier sind überall eure klebigen Fingerabdrücke drauf. Das geht in der Luft voll an die Aerodynamik. Ja, glaube ich aber auch. City Skyline. Schaut dir all diese Lichter an. Hier, das ist ein Zuhause. Ja, liebenswert, oder? All diese Zuhause mit Kindern, die gerade keine Geschenke bekommen. Wir regeln das, Julie. Ja, ich weiß, dass wir das tun. Jo, deswegen müssen wir Emily auftreiben und hoffen, dass sie den Laden noch nicht in Brand gesetzt hat. Und dann irgendwie sie dazu bringen, an Weihnachten zu glauben. Emily? Was? Ja, ich habe nicht hier gestanden und debattiert, ob ich die übrigen Geschenke mitnehmen soll oder nicht. Sind da noch Zuckerwatte in dem Becher? Ja, ich arbeite dran. Nun, wenn da noch Süßigkeiten drin sind, bist du noch bei mir angestellt. Komm mit uns. Ach, Mann, ich wusste, ich hätte nicht aufhören sollen, um meine Zähne und meinen Bauch auszuruhen. Okay, ich bin da. Was jetzt? Das ist der Weihnachtsmann. Wirklich, der Weihnachtsmann. Hallo, Emily. Quatsch, der Weihnachtsmann, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Wenn es mich nicht gibt, wusste ich dann, dass du mir einen Brief geschrieben hattest. Die haben uns das in der Schule machen lassen. Jeder hätte das gewusst. Was habe ich mir gewünscht? Das hier. Ein Schweißbrenner, ja, obviously. Mein Schweißbrenner, das gibt's ja gar nicht. Gibt es, Emily, gibt es. Das kann sicher nicht sein. Du bist wirklich der Weihnachtsmann. Jo. Und es hat funktioniert. Schau, das Auto, es hebt ab. Wir müssen jetzt fliegen können. Simon, mach den Schlitten fertig. Ach, Mann, ich dachte, ich wäre für heute Nacht durch. Und wir haben es geschafft. Ho, 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 fröhliche Weihnachten allesamt. Und da fliegt dieser dumme Mistkerl. Wir haben es geschafft, Detective. Wir haben Weihnachten gerettet. Ja, jetzt kann uns St. Nico mit Geschenken für morgen versorgen. Win-win. Wir haben nichts weiter vergessen, oder? Ich hab's doch vorher noch gesagt. Leute? 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 Fall geschlossen. Das Problem ist, er ist jetzt allein mit dem Bären. Und ich will nicht wissen, was der Bär ihm sagt. Wahrscheinlich furchtbare, furchtbare Dinge. Also ich habe das ja angekündigt mit, ja, wir machen wahrscheinlich alle drei Fälle in einem Video. Das hat jetzt eine Stunde gedauert. Ich dachte, die wären kurz. Der war gefühlt länger als Dawn of the Dead. Und Dawn of the Dead war der längste Fall im Hauptspiel. Das hier war länger. Das ist ein Bonusfall, by the way. Kein Teil der eigentlichen Story, also das ist krass. Alles klar, ich würde einfach mal sagen, das war's für dieses Mal hier bei The Dark Side Detective. Und ja, wie gesagt, wir haben mitten im Sommer und ich spiele Weihnachtslevel. Aber eben, Weihnachten geht immer. Das war sehr cool, war wie immer super lustig. Gefühlt bis jetzt am lustigsten. Und ich finde das Spiel, es ist einfach gut. Es ist nicht sonderlich schwer. Ich habe jetzt ein bisschen gehangen, weil die bereits teilweise sehr weird waren. Ist halt einfach entspannend und lustig und sieht schön aus und nimmt sich selber nicht ernst. Ist großartig. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr Erlaubnis, den Like-Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. So, jetzt ist die Frage, was wird aus Buzz? Sehen wir ihn irgendwann wieder als Wahnsinniger, weil der Bär ihn beeinflusst hat? Keine Ahnung.